Da hat jemand vorhin einen Kommentar abgelassen zu meinem Video hier. Und ich habe das auch kommentiert, aber er hat es wieder gelöscht scheinbar. Wahrscheinlich war ihm das zu peinlich, dass er das gefragt hat. Aber so schlimm war das eigentlich gar nicht, das zu fragen. Er hat sich halt gewundert, warum ich so glücklich bin mit Telekom. Weil in dem Video hier sieht man ja nur, dass ich, hier sieht man, glaube ich, hier nicht, Moment. Irgendwo sieht man hier die Bandbreite. Oder habe ich keinen Speedtest gemacht? Oder was ist das hier? Hier. Er hat diesen Bereich hier gesehen. Und hat so, über sowas freust du dich? Bei einer Gigabit-Leitung? So mal, spinnst du? Ja, ich habe halt nicht dazu geschrieben, dass ich in der Küche sitze. Obwohl man sieht eigentlich, dass ich in der Küche sitze. Ne? Naja, egal. Jedenfalls habe ich noch gesagt, ich habe auch viel bessere Werte. Und zwar perfekte Werte am anderen PC. Das konnte er nicht ahnen. Deswegen jetzt nochmal das Video für dieses Video, weil ich habe das jetzt nochmal dazu geschrieben. Die Speedtests in der Küche gemacht. Davon habe ich auch keine vollen 1000 Mbit. Also 13 Meter vom Router entfernt und durch zwei Wände hindurch. Genau. Von dort bis zu dem Video, was ihr hier gerade seht, live. Nein, nicht live, aber bis zu dem Video hier. Sind es 13 Meter entfernt. Deswegen mache ich jetzt mal hier einen kleinen Speedtest. Ne? Das sind die Werte direkt über LAN. Ja. Moment. Das sind alles Top-Werte hier. Und ich mache mal Live-Speedtest. Also 1200, die sind möglich. Die sind ohne Probleme möglich. Aber ich muss halt nochmal zeigen. Ne? Muss ich halt nochmal zeigen für die Skeptiker. Das ist eine volle Leitung. Ich habe eine Top-Leitung hier. Volle 200 Mbit Upload. Das ist Glasfaserqualität. Das ist so. Das ist top. Natürlich, wenn man das hier sieht, hier, dann denkt man sich, ach ja, oh je, je, der Arme hat eine 1000er Leitung und guckt damit 400 rum. Oder 300. Ja klar, das denkt man. Ich habe das halt nicht rechtzeitig dazu geschrieben hier. Oder nicht. Ich hab das auch nicht dazu gesagt. Ich habe da ein bisschen gepennt scheinbar auch. Ja, egal. Aber jetzt ist nochmal alles klar. Ne? Das sind die Werte aus der Küche. Und das sind die Werte direkt über LAN. Nur mal zur Klarstellung. Ich denke mal, das bin ich euch schuldig, diese Erklärung. Weil das könnte wirklich, ja. Ich habe schon befürchtet, dass da noch irgendwas nachkommt. Weil mir ist aufgefallen, dass ich das gar nicht dazu gesagt habe, dass das die Werte von WLAN sind. Ich hab gedacht, die Leute sehen, dass ich in der Küche sitze und nicht irgendwie hier. Naja, egal. Jetzt ist alles klar hoffentlich. Und okay. Dann würde ich sagen, 70 Euro. Hat sich gelohnt. Gut, dann würde ich sagen, habe ich jetzt alles ausgeräumt an Fragen und bis zum nächsten Video.